Hallihallo Leute, wir sind wieder da mit Stardew Valley zusammen mit The Vardrug. Ja, und Bloody Fox sitzt hier neben mir am Drücker. Das stimmt, er drückt die Tasten für... Auf dem quietschenden Stuhl. Das ist ein Markenzeichen für das Spiel, oder? Ja, ich sollte mir eigentlich mal einen neuen Stuhl kaufen. Ein bisschen ölen musst du den mal. Den muss ich nicht ölen, den muss ich entsorgen. Okay, das ist ja auch eine Möglichkeit. So, ich bin noch am Sortieren der Kisten. Ich werde später, wenn wir mehr Holz haben, noch mehr Kisten machen und dann zum Beispiel hier eine Marina-Kiste machen für Sachen, die halt nicht Fisch sind, wie zum Beispiel diese Koralle oder diese Venusmuschel. Aber das kann ich mir heute noch nicht leisten. Also ich werde eine Kiste dann an den Crabpot stellen, weil einfach der ganze Schrunz reinkommt, was da rauskommt. So, hier kommt Maschinen rein. Das heißt, da kommt erstmal alles Rohstoffe rein. Fasern und Holz und sowas. Ich werde dort aber auch erstmal diese Saaten, gemischte Saat und die Eichel, Ahornsamen und Kiefernzapfen reinpacken. In die Sommer, das ist die Ertragkiste, die rechts ist die Saatkiste. Ich hoffe, ich habe das in der letzten Folge nicht anders gesagt. Oder gesagt. gesät. So. Das ist die Sammelkiste. 257 Holz. Ich finde es lustig, wie die Katze immer springt. So, Marina, sammeln, Gemüse. Gemüse? Müll. Müll bleibt hier. Na, Müll kommt nachher dann in die, zu den Crabpots. Da werde ich unten dann auch die ganzen Recycler aufstellen. Okay. Achso, die willst du unten im... Beziehungsweise, die Recycler kann ich hier auch aufstellen, unter dem Ausgang der, der Farm. Ja. So, sammeln. Kommen wir erstmal diese ganzen Sachen. Können wir schon Recycler bauen. Das zählt zwar zu sammeln, das Harz, werde ich aber nicht bei Sammeln mit reinpacken. Ich kann Recycler bauen. Sehr gut. Stein, Holz und Eisen. Holz findest du hier. Steine auch. Lehm auch. Okay, mal gucken, was hier irgendwo drin ist. Ist da drin? So. Seeds. Das sind die Sommerseeds. Die links sind die Farming-Sachen. Frühling, Sommer, da kommt noch Herbst. Moment, hier, da kann ich das einschmeißen. Das kommt Moment. Das kommt da rein. Das ist nicht meine Sommerkiste. Das ist die Sommerkiste, oder? Ich weiß nicht. Weil die Herbstkiste müsste ja dann irgendwie so orange sein. Warte mal, was haben wir denn? Was brauche ich für eine Recyclingmaschine? 25 Holz, 25 Stein. Dann machen wir Sommer zu einem satten Grün, würde ich sagen. Weil da ist es alles schön sattgrün. So, ich brauche mehr Holz dann noch. Deswegen werde ich jetzt noch, ich habe zwar, der Abend ist zwar schon reingeschritten, aber ich werde jetzt einfach noch ein bisschen Holz hier hacken auf unserer Farm. Wo genau ist denn die Metallkiste? Das ist alles oben bei den, bei den Öfen. Das bleibt erstmal da. Okay. Das habe ich auch mal so gehandhabt. Eine Recyclingmaschine und ich glaube einen Crabpot kriege ich nicht. Ich werde die Sammelkiste dann wahrscheinlich von der Fischkiste trennen. Und sowas, weil nämlich sowas wie Muscheln und sowas kann man später noch für einige Totems und so, glaube ich, brauchen. Und ein Crabpot. Ich weiß nicht, wofür das große Vibrationsfeedback gerade war. Ich weiß nicht, ich habe einen Crabpot gebaut. Ja, vielleicht. Witzig wäre, wenn man hier dieses Vibrationsfeedback auch nutzen könnte, um zum Beispiel so wie Benachrichtigungen einfach per Vibration zu übertragen, so wie mein Handy halt. Keine Ahnung, wenn mir jemand auf Telegram schreibt oder so, dass es halt keinen lauten Ton gibt, aber das Gamepad vibriert. Zum Beispiel 1, 2, 3 halt in einem bestimmten Muster. Und die Crabpots kann ich im Montag noch hier reinlegen. Mhm. Also eine Kiste übrig? Nee. Wieso? Was willst denn du machen? Ich will unten bei den Recyclingmaschinen eine, hey, das ist einfach nur Müllfischkiste rein. Hast du da nicht eine Kiste stehen? Das ist meine Angelkiste, die muss da stehen bleiben. Aber ich habe Holz. Na, die Angelkiste brauchst du eigentlich nicht. Doch, die brauche ich. Wieso? Du sollst den Fisch ja hier einsortieren. Ja, mein Gott. Ja, und mein Inventar ist auch mittlerweile groß genug. Hast ja recht. Eben. Aber, du kannst den Müll von da oben mitnehmen. Jetzt habe ich einen Holzfall. Aber stehen. Nimmst du ihn an? Ja, ich will. Oh, hier ist ein Recycler. Ja, und der erste Crab, die werde ich nachher dann unten in den See stellen, weil einfach mein Platz ist. Aber solange ich noch nicht so viel habe, kann ich die auch da einstellen. Ist nicht so viel Rennweg.
schon wieder 21 Uhr. Ja. Deshalb packe ich jetzt auch mein Holz und so alles da rein, wo es hingehört. In diese Kiste hier? Nein, in diese Kiste hier. Ich bin gerade fast gestorben, weil ich die Kiste abgebaut habe. So, das werde ich alles nochmal ein bisschen besser sortiert. Ich hab auf meinem anderen Spielstand auch ein super gutes Sortiersystem. Und ich halt super gut klarkomme. Aber erstmal zu Penny. Erstmal zu Benny. Ich muss ja alles einsortieren nachher. Okay. Schöne Schlafenszeit? Schon wieder Schlafenszeit. Kann man nicht irgendwie längere Tage einprogrammieren? Da wird man ja irre, wenn man die ganze Zeit schlafen muss. Geht weiter. Wir haben heute nichts verkauft. So, wir haben nichts verkauft, das stimmt. Also, warte mal, ich wollte. Ach ja, Gießen muss ja auch noch sein. Wahrsager. Neutral, okay. Ja, Muffy will nie schlafen. Muffy ist immer so eine Nachteule. Frischen Blumenkohl für ein Rezept. Jody, ja. Suki. Jody. Nicht Suki. Ja, das ging ja auch nicht an dich. Suki will keinen frischen Blumenkohl. Oder? Suki will zu frischen Blumenkohl. Schön paniert. Das wird auch ziemlich awesome. Aber wie niedlich wir da hinten sein kleines Feld wüsste. Sei ruhig, ich werde mir gleich was upgraden gehen. Mach das. Aber nicht die Kanne. Was dann? Vielleicht die Axt wahrscheinlich. Oh. Im Sommer kriegen wir ein bisschen mehr Geld. Ne? Die Kiste finde ich blöd. Ja. Wir müssen jetzt so ein bisschen Geld zusammenbekommen. Wir können ja das hier alles verkaufen und sollten ein bisschen Geld kriegen. Ja. Kein Wasser. Mmh. Oh. Computer sagt nein. Gießkanne sagt nein. Gießkanne sagt ja. Nein. Sag nicht mein Hofgut. Bringe Jody einen Blumenkohl, ja, das wollte ich ja eh machen. So, jetzt geht's los. Jetzt kann ich hier mal Müll verwerten. Ne, erstmal muss ich. Hallo Jody. Crap hat bestimmt. Um 9 macht die erst auf. Na, dann trete ich mal nach was Mülltonnen. So, wo kriege ich meinen ganzen Schrunz los bei dir in den Kisten? Sowas wie Cola oder. Cola ist in der Sammelkiste erstmal drin. Okay, Sammelkiste. Die weiße da oben. Die da. Erstmal ist die das. Oh, hallo Jody. Die Seed ist wahrscheinlich in der Seed-Kiste drin. Nee, das ist nicht in der Seed-Kiste drin, das ist in der weißen, genau da. Nicht in der weißen, in der grauen da unten, genau. In der linken. Ich hätte es auch gerne in einer anderen Kiste, aber dazu bräuchte ich noch mehr Kissen. Und der Skelett-Material? So. Den kannst du verkaufen, den brauchen wir nicht mehr. 350 haben wir gerade für einen Blumenkohl gekriegt. Und der Field Snack? Den kann ich essen. Den packst du in die Kiste vorm Haus. Essenszeug, was sich gut. Ja, der kommt in meinen Bauch. Ja, aber Sachen, die sich gut zu essen lassen, packen wir erstmal in die Kiste vorm Haus. Ich würde gerade 3 Kupfererz mitnehmen. Oder wir schicken Sachen, die man essen kann, erstmal zu Suki, die hat Hunger. Ja, und der kann Field Snack. Wow, die Katze dreht übelst am Rad, wenn du die Map betrittst. Jedes Mal. Echt? Moment, ich geh mal raus. Komm wieder rein. Die hat sich gerade übelst da oben rumgebackt. Ich glaube, wenn sie sich bei wenn du aus der Map runter bist und sie sich bei mir. Geh du mal von der Map runter. Ja. Die setzt sich wieder auf. Okay, und jetzt komm wieder rein. Nee. Manchmal backt sie. Erst ist ja auch super schnell einfach hier runter zum Feld gelaufen. Ja. An einem anderen Tag. Haben wir noch einen Blumenkohl übrig? Ja, wieso? Ach, du hast auch. Ja, das sind nochmal 350. Hol den Blumenkohl links, ja. Ah, richtig sogar. Rechts. Wo ist denn Jody? Willow Lane 1, glaube ich. Ja, da unten. Ja, wo ist sie gerade? In ihrem Haus. Wo sie wohnt, weiß ich. Ich glaube, sie ist in ihrem Haus. Es ist Freitag, ja, sie sollte in ihrem Haus sein. Ich glaube, die macht noch Abwasch oder so. Erst hat sie noch Abwasch, gut. Hallo Major Lewis. Ja, guck mal, da ist sie.
Ich hoffe, alles auf Bischofli läuft gut. Es wäre eine Schande, wenn dort alles vertrocknet. Ich habe die Quest noch nie so schnell beendet. Ich muss immer so 2-3 Jahre warten müssen. Hast du schon das Geld geholt dafür? Ja, 350. Okay. Stimmt, ja. Gibst du das wieder aus? Ja, Werkzeug verbessern. Ich will... Ich glaube, die Kupferaxt. Damit wir so schnell wie möglich in den Wald können. Jetzt habe ich zwar erstmal keine Axt mehr, was sehr traurig ist. Ich habe noch eine Axt. Das stimmt, aber ich habe... Willst du meine Axt zu lang nehmen? Ja. Ja, ich will. 3 Kohle. Hier unten am Meer erstmal sammeln. Ja, da steht noch eine Kiste rum. Ja, das ist meine andere Kiste, die bleibt da. Da kann ich auch, die kann ich auch für Fischpots machen. Hier können wir alles mit Crabpots machen, wenn wir Lore Master Profession holen sollten. Ja, das wollten wir ja sowieso aufteilen, ne? Ja, wir müssen mal gucken. Also, wie gesagt, ich habe jetzt Lore Master. Zum gucken, wie das. Oh, du hast die Brücke schon repariert gehabt. Ja, 300 Holz, deswegen habe ich 6 Kisten weniger. Ja. Aber sammeln ist halt gut. Also, ich glaube, wir nehmen beide dasselbe Sammelding oder. Willst du am Ende den... Wobei, wenn wir genug Geld haben bis dahin, könnten wir es probieren. Wenn du den Tracker nimmst und ich das für Iridium-Qualität, dann kannst du mir mal sagen, wo Sachen sind. Ja, aber es lohnt sich nicht vom Geld her, oder? Nee. Und Iridium-Zeug. Naja, doch, das lohnt sich. Also, naja, sagen wir es so, es würde sich mehr lohnen, wenn du auch Iridium-Sachen einsammeln kannst. Eben. Also das würde ich lassen. Was haben wir noch für Skills? Warte mal. Du könntest die Bambusstange für 500 noch... Ach, du hast ja schon. Das ist die ich schon habe. Und Forellensuppe. Mag nicht irgendjemand Forellensuppe? Bestimmt mag irgendjemand Forellensuppe. Soki, magst du Forellensuppe? Soki, so, ich hab Hunger, ich würde alles nehmen. Ich will doch nur backen. Ich cheate nicht. Du, was kannst du machen, wenn du wie ich offscreen bist? Nein! Das ist ja gerade onscreen witzig. Ich fühle mich nicht gut dabei. Warum nicht? Ich habe 2 Holz gerade gekriegt. Ha, das war nicht ausreichend. Ich werde gleich richtig Schmerzen im Daumen bekommen. Das ist es mir wert. Kannst du ein Skript schreiben oder sowas? Stimmt. Suki könnte das bestimmt. Aber das wäre dann Cheating. Nein, das ist keine Tool Assisted. Müsstest du doch an das Daily oder muss ich erstmal auf Tool Assisted schreiben? Ja, super. Ich spiele Stardew Valley TAS. Ich hab 3 Fackeln hier, jetzt kann ich endlich mal Licht in mein Haus machen. Was wir brauchen ist Cloth. Wenn du Cloth kriegst, was wir selten ist, kannst du nur aus Zeitung bekommen. Ja, ich hab gerade alle Zeitungen reingeschmissen. Also es kommt gerade noch eine Zeitung. So, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. Okay. Nee, da lang kann ich ja nicht angeln, da ist ja gar nicht schlimm. Max! Da ist kein Wasser mehr hinter dieser Grenze. Ja, deswegen kann ich doch nicht rumlaufen. Es gibt ja hier noch irgendeine Cutscene, die am Meer dann stattfinden muss, irgendeine Story-Questline, wie auch immer. Es gibt noch irgendeine neue Sammlung, die man im Winter beginnen kann, das war ich damals... Ja, nochmal 3 Fackeln. Weiß nichts Genaues. Boah, mein Haus wird aussehen wie so ein Weihnachtsbaum. Wenn ich mal 3 Fackeln kriege. Tja. Was hast du so gemacht? Ich habe den ganzen Tag Zeug in meine Recyclingmaschine geschmissen. Und du? Ich bin auf dem Wasser gelaufen. Ich könnte noch eine zweite Recyclingmaschine bauen. Eisen lohnt sich, glaube ich, nicht so aufzuhören. Hallo Willy. Gehst du angeln? Ich auch. Ah ne, der geht jetzt in die Bar. Ich kriege euch nur Müll. Ich meine nicht, dass was schlecht ist. Das ist zum Beispiel eine zerbrochene CD schon wieder. Mhm, da kann Refined Quartz raus. Ja. Wir werden so in Refined Quartz ersticken, das sage ich dir jetzt schon. Ja. Wir können Kristallwege machen dann, so richtig fancy. Werden eigentlich Wege von NPCs auch zerrascht? Nein. Komm, ich will das erste Mal eine Kiste erwischen. Yes, ich habe meine erste Kiste und einen Hering. 3 Kohle. Ich habe schon 4 Kohle, aber das ist Recycling gefüllt. Aber ich habe einen goldenen Hering bekommen. Oh, einen goldenen Hering? Einen goldenen Hering, nicht Ehering.
Guck mal, wir haben schon zwei Refined Quarz. Brauchst du nicht sogar für die erweiterten Sprinkler? Oder erst für die Equilibrium-Sprinkler? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt dafür Quarz brauche. Ich glaube, für irgendwas brauchst du Quarz, ja. Das kann sein. Refined, ja. Das kann sein für Iridium-Sprinkler. Eine Batterie? Nee, da war eine Batterie, ich glaube 5 Iridium und 2 Gold, oder? Ich weiß nicht. 5 Iridium? Was ist denn noch ein Iridium da? Weiß ich nicht. Ach nee, 5 Iridium war, glaube ich, für das Iridium-Band. Oh, ein Heilbutt. Ja. Ich glaube, den brauchen wir. Hab ich schon geangelt. Aber nicht in Goldqualität. Ha! Dem Community Center ist das, die Uni, mit den Unimus ist das egal. Ja. So, ich brauche noch einen Fisch und dann... Ich habe jetzt noch 7 Bonnie M-CDs und dann habe ich auch alles recycelt. Was ist denn mit anderen da? Ich weiß nicht, irgendwie. Aber warum zuckt das bei dir so aus? Weil der Fisch? Nein, dein Angelding ist. Ein bisschen entspannter drücken. Ja, irgendwie hat er noch einen anderen Druckpunkt, dieser Controller. Muss ich mich jetzt dran gewöhnen. Cool wäre, wenn man das mit dem Schicker steuern könnte. Also nach du oben drückst und höher geht er, und wenn du weniger drückst, geht er weiter runter. So. Ja, danke. Sugi, fürs Nachgucken oder Fissen. Qualitätssprinkler. Sprinkler brauchen nämlich Quarz. Und das habe ich mir nämlich gedacht, weil ich sonst immer mit einem Quarz erstickt bin, weil ich ja meine Crabpots überall stehen hatte. Mhm. Und als ich das nicht mehr haben musste, war halt blöd. Tja. Weil da hatte ich nämlich nicht mehr. Qualitätssprinkler. Trittst du schon wieder Mülltonnen? Willy braucht Lauch. Ich brauch Lauch. Wir haben, glaube ich, noch Lauch. Du Lauch. Ja, dann können wir wohl die 180 für einen Lauch, das ist in Ordnung. Wo soll ich den Quarz machen? Oder die Rohstoffkiste? Ja. Du könntest einfach eine Fackel mitnehmen, guck mal. Ja. In die Kiste kommt der Hering, der Heilbutt. Und die Sardelle. Und das Seetang. Ich hab gleich Quarz hier mit rein. Der goldene Hering kommt dahin. Nein. Da hinten ist die Eule. Mach's mal schneller. Ja, in der Ruhe. Mein Gott. So. Mit Zeitdruck? Nein. Ich will schlafen. Ich bin müde. Ich muss mir immer ein Haus einrichten. Da kommt eine Fackel. Da oben kommt eine Fackel hin. Kannst du nicht. Da kommt eine Fackel hin. Und natürlich an die Hühnerstatue. Genau, direkt ans Bett. Natürlich. Du hast einen Kamin auf Stroh gestellt. Ja, das ist ein anderes Haus. Außerdem war das Stroh da schon. So, das Skeleton Tail bringt 100, ja. Der Fisch bringt nicht sehr viel, die Sardelle. Das wäre also so ein Fisch, den man zu Sushi verarbeiten würde. Zu Sashimi? Sashimi. Ist das, Sashimi. Genau. Und dann haben wir Blumenkohl für 218. Aber damit ist unsere Zeit für heute auch schon wieder rum. Gepresste Fischmuskelfaser. Genau. Das ist Surimi. Das ist Surimi, ja. Nicht Sashimi. So, das war's aber tatsächlich für heute schon. Unsere Zeit ist schon wieder rum. Und deshalb sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Wie immer freue ich mich über Kommentare, Vorschläge, Kritikpunkte, irgendwelche lustigen Witze. Schreibt mir euren besten Chuck Norris Witz oder so. Ich weiß nicht, sind die noch modern? Ich glaube nicht. Warte mal kurz. Und natürlich auch ein Like. Und ja, schaut doch mal im Stream vorbei auf twitch.tv/buddyfox13. Spontane Stream-Ankündigung immer auf Twitter, außer heute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschö, tschö. Ciao.